Road to Waldau, der DB Regio WV-Pokal, wird präsentiert von DB Regio. Die Ulmer Fans haben es schon vor dem Finale signalisiert, der letzte Pokalerfolg liegt schon 21 Jahre zurück. 90 Minuten später ist der Jubel dementsprechend grenzenlos. Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt nach 1997 endlich wieder den Verbandspokal und ist mit 8 Titeln alleiniger Rekordpokalsieger in Württemberg. Es ist was ganz Besonderes. Ich bin ja auch schon jetzt mein ganzes Leben in dem Verein. Und ich weiß, was es bedeutet für die Stadt, für die Fans, für den ganzen Verein einfach. Es ist einfach unglaublich. Wir sind überglücklich. Es ist ein Fußballfest bei traumhaften äußeren Bedingungen. Der Verbandsligist TSV Ilshofen hat jede Menge Fans mobilisieren können. Und der Traditionsclub aus Ulm wurde wie gewohnt lautstark von seinen Fans unterstützt. Insgesamt sind fast 4000 Fußballfans gekommen. Den Sensationssieg vom damaligen Landesligisten Dorf Merkingen im Kopf hofft vielleicht auch Nationalspieler Timo Werner kurz vor der WM auf eine kleine Sensation. Doch der Favorit aus Ulm macht das, was Ilshofen tunlichst verhindern wollte. In der 9. Minute erzielte Johannes Reichert mit einem Distanzschuss das 1:0. Ein Schock für Ilshofen um den Spielertrainer Ralf Kettelmann. Die erste Chance für den Außenseiter durch einen Freistoß. Aber Ulm zeigt dagegen von Beginn an, dass man den Verbandsligisten ernst nimmt und erhöht in der 30. Minute durch den Abstauber von Steffen Kienle auf 2:0. Noch vor der Pause dann eigentlich schon so etwas wie die Vorentscheidung. Nach einer unglücklichen Ilshofener Kopfballverlängerung ist wieder Steffen Kienle per Kopf da, 3:0. Man hat gesehen, dass ein Drittligist gegen Ilshofen 2:0 verlieren kann und da war uns bewusst, dass im Finale alles möglich ist und wir haben das Spiel als Highlight auch ausgerufen der Saison und haben es total ernst genommen. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ulm verteidigt in der zweiten Hälfte das Ergebnis. Ilshofen spielt gefällig nach vorne, wird aber leider nicht mit dem Ehrentreffer belohnt. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe, was hier jetzt abgegangen ist und aufgrund der zweiten Halbzeit, ja, wo man gegen tiefstehende Ulmer, würde man sagen, ja, nicht weniger Torchancen als Ulm, die dann nur kontern konnten, rausgespielt haben. Deswegen sehe ich uns schon auch ein bisschen als Gewinner, aber klar, so ein Ding will man gewinnen. Ja. Jetzt kann sich der Verbandsligist ganz auf die Liga konzentrieren. Der Aufstieg in die Oberliga ist ja noch möglich. Ja, jetzt wissen wir, dass wir noch einiges machen müssen, um da in der Liga vorne dran zu bleiben. Wir haben alles in der eigenen Hand. Ich denke, wenn wir die letzten 4 Spiele jetzt gewinnen, dann ist da noch einiges möglich. Und die anderen müssen erstmal nachziehen. Ganz andere Pläne hat dagegen der SSV Ulm. So wie ich das mitbekommen habe, geht morgen ein Flieger nach Mallorca und ja, da werden wir mit der Mannschaft noch ein bisschen feiern. Der Verbandspokalsieg 2018 und der Einzug in den DFB-Pokal. Was für ein Geschenk an Cheftrainer Tobias Flitsch, der nach der Sommerpause die Stuttgarter Kickers übernimmt. Einfach nur geil. Es gibt dann also tatsächlich nichts Besseres. Dass es auch noch hier jetzt nicht in meiner Wirkungsstätte ist, natürlich toll, das freut mich natürlich. Finaltag der Amateure mit bundesweit 21 Spielen, die live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen werden. Werbung für den Amateursport. Im kommenden Jahr findet das Finale dann am 25. Mai im Gazi-Stadion statt. Das sollte sich der Fußballfan schon mal vormerken. Road to Waldau, der DB Regio WV-Pokal, wird präsentiert von DB Regio.